Hier ist denn heute? Am Montag ist der 12. Sonntag, 11. 10. 10. Samstag ist der 10. Habe ich mir eigentlich Notizen gemacht? Ich habe mir da irgendwas notiert, worüber ich sprechen konnte. Ah ja, hier. Ja, okay. Guten Morgen! Heute ist Samstag, der 10.10.2015. Und wenn ich mich nicht täusche, müssten wir jetzt bei Video 59 sein. Ich hatte keinen Bock, den Gorilla-Pod fürs Handy mitzunehmen, um jetzt am langen Arm zu halten und damit aufzunehmen. Daher nehmen wir jetzt mit der GoPro auf. Audioqualität ist natürlich scheiße. Aber gut. Beim iPhone ist ja noch nur ein bisschen besser. Eigentlich wäre das Nonplusultra wirklich mit so einer Spiegelreflex mit angeschlossenem zusätzlichen Mikrofon rumzurennen. Aber das ist mir echt zu heavy. Es ist heute noch mal kälter als gestern. Wir waren vorhin 5 Grad. Gestern waren 7 Grad um die Zeit. Oh. Aber die Sonne kommt raus, die Sonne scheint. Das ist schön. Und wenn das Wetter so in der Uckermark wird, dann bin ich zufrieden. Hauptsache es regnet nicht. Dann kann ich nicht so viel unternehmen. Gut. Ich habe mir gestern Notizen gemacht, wenn mir noch was eingefallen ist. Worüber ich mit euch sprechen kann. So rum. Oh, Entschuldigung. Ich wollte jetzt nicht die Nase hochziehen. Das ist eklig. Naja. Ich habe gestern über die Probleme von Köchen und Gastronomen mit der Haut, mit den an den Händen gesprochen, ne? Oder meinen auf alle Fälle, also meinem Problem. Und euch ja auch gesagt, dass das Problem viele haben in der Gastronomie. Und ich finde das ein bisschen doof, dass ich immer so zerzaust aussehe, wenn ich das Video mache. Aber egal. Ja, darüber haben wir gestern gesprochen. Ich habe euch auch gesagt, und ich habe euch meine Hände nicht gezeigt, sagen wir so, und das hat einen Grund. Lasst uns mal über Aberglauben sprechen. Ich bin nicht abergläubisch, würde ich sagen. Jedenfalls fällt mir jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, oh, um Gottes Willen. Aber ich glaube, manchen Aberglauben bekommt man so oft gesagt, als Kind von seinen Eltern mitgegeben und so, oder Großeltern wahrscheinlich noch öfter, dass man da sich irgendwie ganz automatisch dran hält. Zum Beispiel nicht unter eine Leiter durchzugehen. Wobei ich da glaube, dass es kein Aberglaube ist, sondern generell einfach nur so ein Spruch ist, um ja, dafür zu sorgen, dass man nicht unter Leiter durchgeht, die man dann umreißt und die man runterreißt oder so, keine Ahnung. So ein Sicherheitsspruch eher. Egal. Also ich glaube wirklich, man bekommt manchen Aberglauben so oft gesagt, dass man deswegen den irgendwie automatisch nicht macht. Denn ich würde auch nicht sagen, dass meine Eltern abergläubisch sind. Aber wenn ich das so betrachte, bedenke, drüber nachdenke, ist es, glaube ich, genauso, wie ich sagte. Ich habe euch zum Beispiel meine Hände nicht gezeigt, weil ich zu Hause so oft gehört habe, oder von meinen Großeltern gehört habe, Hände begucken gibt Ärger. Und deswegen macht man das nicht. Also deswegen, da muss ich immer dran denken, wenn jemand sagt, oh, guck mal hier, hab mich geschnitten und guck mal meine Hände und wie die aussehen und wie auch immer. Ja, ich glaube, das ist der Grund. Und deswegen habe ich euch zum Beispiel gestern nicht meine Hände gezeigt. Und was ich euch definitiv nicht zeigen werde, jedenfalls nicht bewusst, sind meine Füße. Weil Füße begucken gibt Hochzeit. Schreckliche Vorstellung. Also Hände begucken gibt Ärger, deswegen bekommt ihr die nicht zu sehen, jedenfalls nicht. Meine kaputten, zerschundenen Hände mit der kaputten und zerschundenen Haut. Und Füße begucken gibt's ja auch nicht. Füße
so ziemlich das ekligste Körperteil der Menschen, oder? Ich finde Füße eklig. Fallen mir so Geschichten ein. Egal. Ich kann so Leute mit Fußfetisch überhaupt nicht verstehen. Hätte ich nicht. Das Schlimme ist, ich bin mal, wo war das? Bin ich, glaube ich, von Berlin nach Frankfurt geflogen, habe ich noch in Wiesbaden gewohnt. Hatte irgendwie Urlaub oder war bei meinen Eltern oder irgendwie so. Und dann wurden wir vom Flugzeug zum Terminal mit so einem Bus kutschiert. Und der Bus war völlig überfüllt, ich musste stehen. Ich dann also irgendwo hingestellt, mir an so einer Stange da festgehalten. Und dann dauert es und dann guckt man ja natürlich so rum bei der Fahrt. Und dann habe ich so nach unten geguckt und dann ist mir so ein Typ aufgefallen, der halt Sandalen hatte, kurze Hosen. Und so. Boah, eklig. Ich glaube, ich kriege Herpes, nur wenn ich das erzähle. So eingewachsene, gelbe, dicke Fußnägel. Boah. Eklig, ich kann die kotzen. Ich finde es so eklig. Ich finde Füße so eklig. Und das Schlimme ist, wenn man sowas sieht, dass ja. Man muss ja immer wieder hingucken. Das. Ich weiß nicht, warum man das macht. Man findet es total eklig, kann aber nicht wirklich weggucken. Naja, ekelhaft. Füße. Boah. Fußfetisch. Widerlich. Ehrlich. Ja, aber sowieso bin ich in solchen Sachen ja, komisch. Weiß ich nicht. Habe ich von meiner Mutter, glaube ich. Also ganz sicher, habe ich von meiner Mutter geerbt. wenn es denn so vererbbar ist. Oder jetzt auch wieder nur so ein Einreden, weil man gesehen hat, wie sie ist. Und man macht es dann genauso. Aber ich kann nicht mit jedem aus einem Glas trinken. Zum Beispiel, ne? Oder, ja, auf Arbeit. Wenn wir da irgendwas probieren sollen. Oder irgendwas ausprobieren. Und dann wird da mal nicht irgendwas abgeschnitten. Und dann nimmt jemand das Stück in die Hand. Und gibt mir das so. Das ist manchmal schon schwierig. Das kommt natürlich auch so ein bisschen auf die Person an. Bei manchen Personen ist es schwieriger. Da ekelt es mich so ein bisschen. Aber dann willst du halt auch nichts sagen und dann probierst du vielleicht noch. Aber, ja, also wie gesagt, mit jedem aus einem Glas trinken geht nicht. Oder wenn irgendwo jemand seinen Löffel reinsteckt in der Suppe, meinetwegen, probiert, alles okay, kann ich in die Suppe auch mit dem Löffel probieren. Nimmt ihr den Löffel aber nochmal und probiert daran. Oder Pommes, ne? Stippt den Pommes in so Ketchup, beißt ab und stippt den ab. Wir wissen, in Pommes noch mehr in den Ketchup. Ab dann ist vorbei, kann ich nicht mehr essen. Finde ich so eklig. Halt nicht immer ein Problem und nicht bei jedem, aber. Also ich kann aus demselben Glas trinken wie meine Eltern oder wie meine Schwester. Das würde ich jetzt nicht so als Problem sehen. Das ist okay. Aber mit einem total Fremden könnte ich das nicht. Ich wurde in letzter Zeit oft gefragt, warum ich denn diese Videos mache. Was ich bezwecke. Ob ich so ein großer YouTube-Star werden will. Zum Beispiel. Und, nee. Also grundsätzlich hätte ich natürlich nichts dagegen, wenn ich 500 Millionen Abonnenten hätte, jeder fünfte davon auf Werbung klicken würde oder sich die Werbung anschauen würde, die eingeblendet wird und ich dadurch meinen Lebensunterhalt verdiene. Wem würde das nicht gefallen? Einfacher kann man sein Geld ja wahrscheinlich auch nicht verdienen. Obwohl so jeden Tag ein Video aufnehmen und das vor allem das Schneiden ist jetzt auch nicht so einfach. Ne? Es ist natürlich keine schwere körperliche Arbeit und aber es ist halt schon, na, Arbeit ist es trotzdem, auf alle Fälle. Je nachdem, was man da aufnimmt und was man schneiden will, natürlich auch gar nicht so wenig Arbeit. Aber ich will jetzt hier nicht rumjammern oder so. Aber nee, das ist jetzt nicht mein Ziel und macht das deswegen. So ist es nicht. Dann dafür mache ich auch. So, das gucke ich, ein Vogel. Dafür mache ich auch noch vieles falsch oder. Ja, falsch nicht, ich weiß es ja, aber ich mach's halt nicht. Ich mach das also, ne, definitiv aus Spaß. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich das früher schon mal gemacht habe. Und ich habe da einfach Spaß dran, Videos aufzunehmen und mich dann an den Rechner zu setzen und diese Videos dann zu schneiden. Das macht mir Spaß.
Ja, und wie gesagt, mache ich vieles noch nicht so richtig. Oder achte ich auf viele Sachen nicht, die ich machen müsste. Zum Beispiel vergesse ich fast immer, ein cooles Foto zu machen, was ich als Video-Vorschaubild dann auf YouTube zeige. Da müsste ich jedes Mal ein cooles Foto machen, was schon alleine von dem Fotoreiz drauf zu klicken. Und natürlich müsste ich jedes Mal einen total wilden Titel wählen. Das mache ich mehr oder weniger schon, aber eher unbewusst.